Super, Aber wir jetzt sehen sind uns wir, jetzt. okay, wunderbar, ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Herzlich willkommen zu dem Vortrag Ein PID-Festessen für die Forschung. Mein Name ist Nelly Taller und zusammen mit Annette Kortz werde ich Ihnen gleich diesen Vortrag präsentieren. Unsere Kollegin Marlene Burger ist heute leider verhindert, sonst wäre sie heute auch gerne mit dabei. Und wir drei sind von dem Referat PID und Metadaten-Services der Technischen Informationsbibliothek ansässig in Hannover. Und in diesem Referat beschäftigen wir uns täglich mit PIDs und Metadaten, unter anderem mit DOIs. Und ich kümmere mich auch um das PID-DOI-Konsortium. Die TIB ist Gründungsmitglied von DataCite und bietet seit 2012 einen DOI-Service an, worüber Einrichtungen DOIs registrieren können. Da DataCite letztes Jahr sein Kostenmodell geändert hat, haben auch wir unseren DOI-Service etwas verändert und bieten nun die Registrierung von DOIs über das TIB-DOI-Konsortium an. Das Konsortium startete am 01.01. mit 92 Mitgliedern aus verschiedenen Einrichtungen, aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Instituten. Und insgesamt wurden in den letzten 9 Jahren bereits über 1 Million DOIs registriert. Falls Sie weitere Informationen und Interesse am Konsortium haben, dann melden Sie sich bitte an der angegebenen E-Mail-Adresse. Und nun möchte ich Ihnen erstmal unser 5-Gänge-Menü vorstellen. Wir werden uns heute den Metadatenkuchen angucken und was für Zutaten solch ein Kuchen haben kann. Anschließend wird Ihnen meine Kollegin Annette Kortz eine Untersuchung vorstellen, die wir in Auftrag gegeben haben, um ein Verständnis für ein Erfolgsrezept zu bekommen. Und die ersten Ansätze dafür wird Ihnen Annette Kortz auch vorstellen. Und im Anschluss hoffen wir noch, Zeit zu haben für eine Umfrage und für Ihre Fragen. So, kommen wir jetzt nun mal zum Metadatenkuchen. Zu jedem Festessen gehört ein guter Kuchen. Und wir meinen mit einem Kuchen eine DOI. Es gibt natürlich noch andere PIDs, zum Beispiel könnte der Salat eine ORCID-ID sein. Und wir haben uns gefragt, was brauchen wir für einen gelungenen Metadatenkuchen? Anders ausgedrückt, was für Metadaten brauchen wir oder sind geeignet, um eine DOI gelungen zu beschreiben? Und wie stellen wir sicher, dass jeder DOI wirklich gelingt? Aber bevor wir uns um den Kuchen kümmern, sollten wir uns vielleicht erstmal fragen, für was für einen Kuchen wir backen wollen. Wollen wir eine Publikation beschreiben mit den Metadaten oder möchten wir Forschungsdaten beschreiben? Also was ist das Ziel? Wollen wir einen einfachen Rührkuchen machen aus wenigen Zutaten oder möchten wir eine aufwendige Torte mit vielen Zutaten, mit Hilfsmitteln kreieren? Aber zuerst sollten wir uns jetzt erstmal fragen, welche Hilfsmittel stehen uns denn zur Verfügung? Haben wir vielleicht nur einen Schneebesen? Das bedeutet, dass wir mit unserer reinen Muskelkraft Eier aufschlagen. Oder haben wir sogar das Glück, ein Handrührgerät zu haben, wodurch es viel schneller geht? Wir könnten dieses Bild nehmen und uns überlegen oder denken, der Schneebesen ist die händische Eingabe der Metadaten und der Handrührer ist vielleicht die Nutzung einer Schnittstelle. Ja, aber zunächst, welche Zutaten gibt es überhaupt und welche werden verlangt? Und dafür gucken wir uns erstmal die Grundzutaten an, die im DataCite-Metadatenschema uns zur Verfügung stehen. Und das sind die Pflichtfelder. Dazu gehört der Identifier, der Urheber, der Titel, der Verleger, das Veröffentlichungsjahr und der Objekttyp. Unter dem Objekttypen, da könnte man angeben, ob das eine Collection ist, ein Text, ein Modell oder ein Event. Mit all diesen Pflichtfeldern kann man schon einen einfachen Kuchen kreieren, wie zum Beispiel hier in diesem Bild ein einfacher Käsekuchen. Schmeckt immer wunderbar und gelingt. Aber wir können auch einen Kuchen mit weiteren Zutaten verfeinern. Und dafür stehen uns zum Beispiel die empfohlenen Felder im DataCite-Metadatenschema zur Verfügung. Wir können weitere Schlagworte aus vier verschiedenen Vokabularen eingeben. Wir können Mitwirkende eintragen, zum Beispiel eine Kontaktperson. Wir können weitere Datumsfelder eintragen. Wir können zugehörige Identifikatoren, wie zum Beispiel welche DOIs zitiert werden, eintragen. Und wir können eine Beschreibung hinzufügen, zum Beispiel ein Abstract und das auch in verschiedenen Sprachen. Und wir können auch einen Standort eingeben. Zum Beispiel ist es sehr interessant, wenn ein Fundort eingegeben werden kann. Zusätzlich können wir noch optionale Zutaten verwenden und damit den Kuchen vielleicht dekorieren, verzieren, verfeinern. Und dafür stehen uns die optionalen Felder im DataCite-Metadatenschema zur Verfügung.
Und dazu gehört die Sprache, alternative Identifier, zum Beispiel die PMID, die Größe, das kann unterschiedliche Formate haben, also Bytes oder Seiten können für die Größe angegeben werden. Und man könnte zum Beispiel für ein Textformat PDF angeben. Weiter könnte man noch Versionen eintragen, Rechte und Förderer. Ich habe jetzt im Schnelldurchgang alle Zutaten aufgelistet und das waren ja nur der Überblick. Es gibt ja noch weitere Untereigenschaften. Wir im Referat, wir kennen die Zutaten, um eine DOI einzutragen. Und wir kennen auch die Geräte, die verwendet werden können. Jedoch kennen wir noch nicht das Geheimnis für ein Erfolgsrezept. Und deswegen haben wir eine Metadatenuntersuchung in Auftrag gegeben. Und die wird Ihnen jetzt die Annette Kortz vorstellen. Ja, vielen Dank. Einmal die nächste Folie, bitte. Genau, wir haben uns einige Fragen gestellt zu unseren Metadaten, zu der Qualität der Metadaten in den TIB-DOI-Konsortien und wollten der Sache mal auf den Grund gehen. Eine wesentliche Frage, die uns interessiert, ist eben, inwieweit die Metadaten zu einer DOI den FAIR-Kriterien entsprechen. Und wie Nelly auch schon gesagt hat, wie wir das Erfolgsrezept finden, wie wir verbessern und unterstützen können, damit die Metadaten noch fairer werden. Und wir wollten auch schauen, wo es besonders gute Beispiele gibt, an denen man sich orientieren kann. Da werde ich ausgewählte Beispiele auch gleich vorstellen. Netterweise hat uns der Ted Habermann von Metadata Game Changers unterstützt. Der hat uns so als initialen Punkt für unsere Untersuchung eine umfangreiche Analyse unserer TIB-Data-Site-Repositorien geliefert und hat 72 Repository-Konten mit weniger als 300 DOIs vollständig erfasst in ihren Metadaten und dann auch nochmal 200 Repository-Konten, die eben mehr als 300 DOIs haben, die hat er auch repräsentativ erfasst, nämlich durch eine Zufallsauswahl von 300 DOIs, bezogen auf den DOI-Status findable. Der Stand der Daten ist der November 2020, also ist es noch sehr aktuell. Und dazu möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir noch dabei sind, die Untersuchung auszuwerten, die Untersuchung weiterzuführen und auch für Anregungen und Ideen offen sind und dass es sich hier noch um Work in Progress handelt. Nächste Folie, bitte. Weil uns ja die Erfüllung der FAIR-Kriterien in den Metadaten zu den DOIs besonders interessiert, haben wir hier eine Unterteilung, die hat der Ted Habermann vorgenommen. Die möchte ich hier vorstellen, weil sie für unsere Idee gut passt. Nämlich einmal haben wir das Konzept der in Bezug auf die Findability, das F in FAIR, also die Auffindbarkeit. Neben der Auffindbarkeit spielt dann noch die Zugänglichkeit, die Accessibility, die Interoperability, die Interoperabilität und auch eben die Nachnutzbarkeit, dass er in den FAIR-Prinzipien eine Rolle. Und dazu haben wir eine Einteilung in vier Kategorien, jeweils findable, essential. Also essential sind die Metadatenfelder, die besonders wichtig sind für die Auffindbarkeit. Dann unterstützende Metadaten für die Auffindbarkeit, findable support. Dann die letzten drei, das A, das I und das R, Punkte aus FAIR haben wir zusammengefasst in einmal R Essential, also sind und R Support. Findable Essential und Findable Support finden wir besonders wichtig, weil sie eben grundlegend sind für die Auffindbarkeit und ich kann Daten nicht nachnutzen, wenn ich sie nicht finde. Deswegen sind die Findable Essentials, einmal bitte klicken. Das sind die Kriterien, die wir uns besonders intensiv angeschaut haben. Das sind insbesondere auch die Pflichtfelder des Data-Site-Metadaten-Schemas und aber eben noch weitere darüber hinaus. Findable Support, da sind
beispielsweise Informationen wie die ORCID enthalten, also Resource Author Identifier. Da kann man die ORCID oder andere Identifier angeben oder, wenn vorhanden, auch ein Funder Identifier, weitere Informationen zum Projekt, in dem die Forschung stattgefunden hat. Ja, darüber hinaus gibt es eben noch die R-Kriterien, einmal R-Essential. Das finde ich auch wichtig in Bezug auf die Nachnutzbarkeit, unter anderem die Interoperabilität, weil ihr hier eben die Related Identifier ein wichtiger Bestandteil sind, zum Beispiel Cited By oder Has Metadata und so weiter. Und ja, R-Support bieten noch ein paar Zusatzinformationen zur besseren Dokumentation. Genau, und jetzt möchte ich noch einmal in der nächsten Folie etwas genauer erläutern, was wir unter wie sich Findable Essential in das Datacite-Metadatenschema einordnet. Einmal natürlich die DOI, dann die Autoren, die Institutionszugehörigkeit, Titel der, des Werkes und Publisher, das sind dann die Pflichtfelder. Dann haben wir weitere Metadaten, die wir auch wichtig finden für die Auffindbarkeit, nämlich einmal das Subject, auch unter anderem die Schlüsselwörter und das Vokabular für das Thema, dann die Description, die eben das, den Abstract enthalten kann und die zeitliche Ausdehnung, die sicherlich zu bestimmten Fragestellungen eine Rolle spielt. Und einige Felder, die wir auch für die Findbarkeit wichtig halten, nämlich der Projektförderer und Informationen dazu sind hier optional. Ich möchte allerdings noch erwähnen, dass nicht alle Metadaten für jedes Werk gleich relevant sind. Also beispielsweise haben wir hier Spatial Extent ganz unten, das ist auch bei DataCite als optional gelistet, weil nämlich die räumliche Ausdehnung, die ist sicherlich interessant, wenn ich einen archäologischen Fundort beschreibe. Es ist aber vielleicht weniger interessant, wenn ich eine mathematische Formel entwickle, dann spielt der Standort nicht, die geografische Ausdehnung nicht eine so große Rolle. Ja, jetzt bitte zur nächsten Folie. Wir haben jetzt einmal die von uns analysierten Repositorien im Gesamtüberblick. Und zwar haben wir uns hier zunächst auf Findable Essential, das sind die roten Punkte, und Findable Support, das sind die blauen Punkte, konzentriert. Und was man hier sehen kann, ist ja ein Überblick über alle untersuchten Repositorien. Auf der Y-Achse sieht man, wie vollständig die Repositorien sind, also wie vollständig die eingetragenen Metadatenfelder mit Blick auf die Findable-Kriterien sind. Und die Anzahl der DOIs auf der X-Achse, die sagt uns, ob es ein großes Repositorium mit vielen Werken ist, also 300 und mehr auf der rechten Seite, oder ob es ein kleines Repositorium ist. Und ja, was man jetzt hier erstmal im Überblick sieht, ist, 100% wird erwartungsgemäß nicht erreicht. Insbesondere bei Findable Essential gibt es aber einige Repositorien, die dann doch 70% und mehr erreichen. Während es bei den unterstützenden Merkmalen bei Findable Support ist der Erfüllungsgrad geringer, nämlich maximal bei gut 30%. Und was man auch sehen kann, es gibt gute kleine Repositorien, also gut im Sinne von vollständig, und auch gute größere Repositorien. Also man kann hier keine ganz klare Tendenz erkennen. Ja, auf der rechten Seite als großes Repositorium, da haben wir ein Beispiel, die Bäckerei 1, die wir später noch vorstellen wollen. Das ist eben das kleine Sternchen. Und jetzt bitte zur nächsten Folie. Hier sieht man auch nochmal eine Überblicksdarstellung, die ist, die folgt dem gleichen Schema wie die vorherige Darstellung, und die beschreibt eben, zu welchem prozentualen Anteil die R-Kriterien Essential in Rot und Support von den Repositorien bzw. von den dort hinterlegten Werken umgesetzt worden sind. Und hier sieht man, dass es hier noch ja, im Durchschnitt etwas
weniger gut aussieht als in Bezug auf die Auffindbarkeit. Daran kann man eben erkennen, dass die Auffindbarkeit, die eben auch die Dataset-Pflichtfelder beinhaltet, dass darauf ein größerer Wert gelegt wird, selbstverständlicherweise bei den Repositorien. Und es ist sicherlich auch erstmal eine Voraussetzung, dass die die OIs und die dort hinterlegten Werke eben auffindbar sind. Sonst nützt ja die Interoperabilität gar nicht mal so viel. Genau, jetzt, ja, hier sieht man eben so den prozentualen Anteil, inwieweit die Metadaten, noch einmal zurück bitte, inwieweit die Metadatenfelder erfüllt werden. Hier haben wir auch zwei Erfolgsbeispiele, Bäckerei 2 und Bäckerei 3, die Sternchen, die ich auch gleich nochmal vorstellen werde. Und ja, man sieht, das sieht nicht so gut aus, also nicht so richtig vollständig. Man sieht aber nicht, welche Metadatenfelder sich dahinter verbergen. Und deswegen möchten wir später im Detail darauf eingehen, was sich eben hinter diesen Prozentsätzen verbirgt. Ja, jetzt einmal bitte die nächste Folie. Hier sieht man eben, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, nochmal Findable Essential in Form eines Radardiagramms. Und was wir hier eben zeigen wollen, dass wenn man wie viele Repositorien den Schwerpunkt auf die Pflichtfelder legt, dann sind eben die, dann ist der Kuchen zu 40% voll, dann sind die Kriterien zu 40% erfüllt in Bezug auf die Auffindbarkeit, was eben in vielen Fällen auch so sich ungefähr in dem Rahmen bewegt. Ja, und weil wir ja das Thema NPID-Festessen haben und uns aber in unserem Festessen, weil Nelly und ich gerne Kuchen essen und ich gerne Kuchen und Torten backe, haben wir uns eben auf das Kuchenthema geeinigt und hatten dann auch die Assoziation, einmal zur nächsten Folie, dass diese Radardiagramme, das soll nur kurz der Illustration dienen, ja, dass man sich da einen leckeren Kuchen oder eine tolle Schwarzwälder Kirschtorte vorstellen kann, um das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu gestalten. Und ja, in den nächsten Folien möchte ich drei Erfolgsrezepte vorstellen und schauen, was für Torten oder Kuchen die drei Beispiel-Best-Practice-Bäckereien bzw. Repositorien backen. Einmal die nächste Folie. Ja, ich denke, hier geht es erstmal um die Auffindbarkeit, Findable Essential und Findable Support. Hier haben wir ein großes, sehr großes Repositorium mit über 300 DOIs. Und ja, hier möchte ich jetzt auch nochmal sagen, es geht jetzt nicht so sehr darum, welche Felder das im Einzelnen sind. Ich weiß, das ist etwas klein geraten. Es geht nur auch darum, dass wir uns so einen Gesamtüberblick verschaffen, nämlich über den Vollständigkeitsgrad der beiden Kuchen in Bezug auf die Auffindbarkeit. Und hier sehen wir eben ein vergleichsweise vollständiges Repositorium, also mit vollständigen Metadaten im Bereich der Auffindbarkeit. Aber auch hier sind natürlich nicht alle Felder bedient. Man sieht eben auf der linken Seite bei Findable Essential, dass eben hauptsächlich die Pflichtfelder bedient sind. Dann gibt es aber eben auch noch weitere Informationen, beispielsweise Abstract ganz oben in dem linken Diagramm. Dann sind auch noch bei Findable Support, also auf dem rechten Kuchen, sieht man eben, dass auch noch die Orchid in vielen Fällen vorhanden ist oder auch Informationen zur Projektförderung. Ja, und im Gesamtdurchschnitt sieht es noch ganz anders aus. Also das ist ein Repositorium, was eben eine gute Auffindbarkeit gewährleistet. Jetzt einmal das nächste Beispiel. Das ist die Bäckerei 2. Das ist ein mittelgroßes Repositorium mit ungefähr 150 DOIs. Und hier möchte ich ein Beispiel für die R-Kriterien, also die Zugänglichkeit, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit werfen und da eben insbesondere auf die R-Essential-Kriterien, die sich auch auf die Related Identifier beziehen einerseits und auf die Rechte, die man hat, wenn man die Informationen nachnutzen möchte. Und ja, das ist ein mittelgroßes Repositorium, wie gesagt, mit gut dokumentierten und strukturierten Metadaten, wobei man auch hier sieht, dass nicht alle Metadatenfelder ausgefüllt sind. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass es, wie gesagt, dass gar nicht immer
alle ausgefüllt werden können, beziehungsweise dass es zumindest nicht immer sinnvoll ist, je nachdem eben welche Ressourcentypen dort hinterlegt sind. Also zum Beispiel macht die Projektförderung nur dann Sinn, wenn es wirklich Angaben zur Projektförderung, wenn es in einem geförderten Forschungsprojekt entstanden ist. Annette, jetzt sind noch 5 Minuten. Dann einmal die nächste Folie. Ja, das hier ist unser letztes Beispiel. Da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen. Das bezieht sich auf die ergänzenden R-Kriterien. Da haben die allermeisten Repositorien ganz wenige Angaben oder auch gar keine. Und das Repositorium zeigt eben durch die Angabe der Rechte, URI und der Kontaktperson samt ORCID, dass es relativ gut dokumentiert ist und eben dann auch die ergänzenden R-Kriterien erfüllt zu 40%, was eben ein gutes Beispiel ist. Jetzt nochmal die nächste Folie. Hier möchte ich noch einmal verdeutlichen, hier geht es auch nicht um die Details, sondern nur darum, dass man sieht, wie der Gesamtdurchschnitt der Repositorien aussieht. Und da sieht man eben auch nochmal den Fokus oben links, das Tortendiagramm oder das Radardiagramm ist es ja eigentlich, auf die Auffindbarkeit. Der Fokus ist besonders groß. Da gibt es auch schon ja ganz gute, umfassende Metadaten in vielen Repositorien, während die anderen Metadatenfelder im Durchschnitt wenig genutzt werden. So, dann sind wir auch schon bald am Ende. Ich möchte allerdings noch mal kurz auf die Related Identifiers verweisen. Die finde ich besonders interessant und spannend in Bezug auf die Verknüpfung. Und ja, die sind einerseits hilfreich für die Steigerung der Interoperabilität, aber eben auch die Nachnutzbarkeit. Je besser Daten, je mehr andere Identifier angegeben sind, je besser die Daten miteinander verknüpft sind, desto besser kann man sie einerseits nachnutzen, weil man umso mehr Informationen darüber hat und desto besser findet man sie sicherlich auch. Und was man hier sieht, ist vor allem, dass die meistverwendeten Related Identifier ist Part of und Has Part sind. In 6.300 Repositorien von Records, also DOIs von insgesamt 28.000 Untersuchten. Und das ist allerdings von 28.000 untersuchten Werken und den Metadaten dazu gibt es nur 385 Sites, die wiederum nur aus 2 der 144 untersuchten Repositorien stammen. Das heißt, hier ist noch viel Luft nach oben. Ja, jetzt die nächste Folie. Damit kommen wir zum Fazit zu den Rezepten der deutschen TIP-DOI-Repositorien. Ja, es gibt schon einige gute Beispiele mit Blick auf umfassende und konsistente Metadaten mit Bezug auf die Auffindbarkeit, wobei im Gesamtdurchschnitt eben noch viel Luft nach oben ist. Ja, insbesondere in Bezug auf eine gute Zugänglichkeit, Interoperabilität und auch eben damit auch auf die Nachnutzbarkeit besteht noch viel Optimierungspotenzial, wobei ich es schon mal ganz positiv finde, dass die Auffindbarkeit schon relativ gut ist. Und wie ich gerade gezeigt habe, ja, werden Related Identifiers noch nicht so sehr genutzt. Das könnte sich noch, da sollte sich noch steigern und auch andere PIDs wie ORCID und RAW werden noch nicht so häufig angegeben. Ja, eine häufigere Angabe würde natürlich die Metadaten verbessern. Und alles in allem sind wir weiterhin auf der Suche nach dem Erfolgsrezept. Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht mal so viel Zeit für unsere Umfrage. Vielleicht können wir die ganz kurz zeigen. Wir haben ja auch erst ich glaube, 7:01 angefangen. Ja, genau. Also, Annette, wir können da gerne noch die 2 Minuten draufgeben. Ich würde jetzt die freischalten. Ich weiß nicht, ob ihr die alle sehen könnt. Die erste Frage ist, oder Annette, kannst du sie selber? Genau, dann kannst du sie. Genau, also die erste Frage ist, welche Küchengeräte nutzen Sie? Und damit meinen Sie, benutzen Sie das Fabrica-Datenformular oder haben Sie ein eigenes Metadaten-Eingabeformular, um DOIs zu registrieren? Oder benutzen Sie den Metadatengenerator? Oder nutzen Sie vielleicht ein ganz anderes Küchengerät? Und wenn ja, dann schreiben Sie uns das bitte in den Chat. Es wäre schön, wenn Sie jetzt da bei dieser Frage abstimmen können. Da
ich gerade im Blindflug bin, sehe ich nicht, welche Fragen schon freigeschaltet sind und wie gerade der Abstimmungsstand ist. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Paul, hast du jetzt alle freigeschaltet oder nur die erste? Ich habe erstmal die erste freigeschaltet, okay, und sie ist auf Visible gestellt. Ich sehe aber noch keine Stimmen, die abgegeben wurden. Ich würde jetzt mal fragen, ob das überhaupt gesehen wird von allen Teilnehmenden. Vielleicht kannst du auch bei der Gelegenheit die beiden anderen Fragen freischalten, damit gleich parallel alle Fragen beantwortet werden können. Ja. Dankeschön. Ich kann dann auch gleich mal die zweite Frage vorstellen. Und zwar interessiert es uns, ob Sie den Bedarf für weitere Koch- und Backkurse sehen, für Metadaten. Also haben Sie vielleicht den Bedarf an Handbüchern, Workshops, Webinaren, Videos oder Empfehlungen zu internationalen Best Practices zu Metadaten? Oder wünschen Sie sich mehr Beratung oder Handreichung für die Beratung von Forschenden? Oder vielleicht fällt Ihnen was noch ganz anderes ein, dann bitte auch das in den Chat. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Frage zu den Zutaten. Und zwar gibt es vielleicht Zutaten, die Ihnen noch für weitere Kuchen fehlen. Also wenn Sie zum Beispiel eine Dissertation backen wollen, gibt es da noch Metadaten, die Sie sich wünschen würden oder für Zeitschriftenartikel, andere Texte, Forschungsdatensätze, Konferenzen, Konferenzbeiträge oder für Forschungsinstrumente. Da ist die Liste natürlich wesentlich länger noch. Also falls Ihnen da noch andere einfallen, dann können Sie das gerne auch mit uns im Chat teilen. Und ich hoffe, dass in der Zwischenzeit schon fleißig abgestimmt wurde. Annette, kannst du mal einen Zwischenbericht bitte abgeben? Ja, bei welche Küchengeräte nutzen Sie? Da sind eigene Metadaten, Eingabeformulare 4, also 80% der Abstimmenden, und der Metadatengenerator hat eine Stimme. Und ich kann mir vorstellen, dass für unser Auditorium die Frage vielleicht nicht für alle zutreffend ist. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit. Eigentlich sind wir schon drüber. Okay. Bei den Koch-Back-Kursen, also was wünschen Sie sich da? Ein Vote für Webinare und 4 Votes für Empfehlungen zu internationalen Best Practices und auch eine Stimme für Handreichung zur Beratung und Unterstützung von Forschenden. Okay. Dann bei der dritten Frage, Zutaten fehlen laut einer Person für Dissertation, 2 sagen für Forschungsdatensätze und eine Stimme geht an die Forschungsinstrumente. Okay. Gut, ja, dann können Sie noch weiterhin gerne abstimmen. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und die Teilnahme, wünschen Ihnen einen guten Appetit. Ich hoffe, wir haben Ihnen jetzt mit den schönen Bildern nicht zu großen Hunger gemacht. Falls doch, dann hoffe ich, dass Sie noch Kuchen zu Hause haben. Wir hätten Ihnen gerne einen angeboten, aber das geht jetzt so nicht. Und ja, falls Sie noch Fragen haben, wir beantworten noch gerne im Q&A-Slack Fragen oder Sie wenden sich einfach per E-Mail an uns.